Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag. Ja, mal etwas eher als sonst. Und ich freue mich, wenn ihr Zeit findet, reinschaut, dabei seid und ja, hier jetzt mit mir in die Tendenz geht. Wie geht's in deiner Beziehung weiter? Solltest du gerade unsicher sein, nicht wissen, woran du bist und wo der andere das gegenüber gerade steht, ja, dann bist du hier richtig und da wollen wir jetzt hineinschauen. Ich bedanke mich, dass ihr hergefunden habt auf meinen Kanal himmlischebotschaften.de zu mir, Christel, und danke für euer Sein. Ja, wir schauen jetzt, wie immer, mit der Bitte auch an Erzengel Michael um Schutz für diese Seelengruppe der Sternschnuppen, für mich, für dieses Reading und hier jetzt auch um Führung, dass wir das ein bisschen durchleuchten, wie du gerade in deiner Beziehung stehst, wie dein Herzblatt zu dir steht, was es da gerade vielleicht für Thematik gibt, wo du vielleicht selber gerade hingucken solltest. Meistens sieht man das dann immer nicht, man ist dann immer nur auf das Gegenüber fixiert. Denn der andere ist ja auch in dem Moment derjenige, der meine Triggerpunkte immer anklingelt, die ich mir dann eigentlich angucken sollte. Gut, nichtsdestotrotz. Wir schauen. Ich habe die Lennys von Jeroen Marchetti hier in der Hand. Da werden wir jetzt erstmal ein Grundgerüst für bauen. Was ist denn gerade sein Thema? In der Konstellation kann das eine Frau sein, die noch wirkt. Ja. Kann auch Mutter sein, die da noch eingreift oder noch präsent ist, vielleicht auch eine Ex, die verstorben ist oder jemand, die noch in seinem Leben ist, je nachdem, in welcher Beziehungsstruktur du da gerade hängst. Ja, er weiß das, dass da eine Kursveränderung nötig ist. Das sagt ihm auch seine Intuition oder da ist noch ein bisschen Angst dahinter, da wirklich hinzugehen. Der strebt aber wieder eine Begegnung mit dir an. Das ist da, da kommt auch relativ plötzlich die Einladung und die Harmonie wieder. Gut. Wenn eine dritte Person involviert ist, noch eine Rolle spielt, musst du gucken, ob du damit umgehen kannst, weitermachen möchtest. Du wirst ja wissen, ja, was du willst, hoffentlich. Gut, schau mal. Wir gehen hier gleich noch mal auf die mittlere, auf die Dame und werden uns das hier gleich noch mal etwas näher angucken, was die hier für eine Bewandtnis hat. Da sind Unklarheiten, da hat es vielleicht Stress gegeben. Allmählich lichtet sich die Dunkelheit wieder, man kommt wieder zurück ins Licht, hat hier Klarheit. Gott, das ist das Geheimnis. Vielleicht auch ein neues Kapitel. Ja, da hat aber jemand Gefühle für dich, da ist die heimliche Liebe da. Und er spürt da auch, dass da ganz viel Gefühl da ist. Du bist vielleicht auch die Erste, die den Schlüssel für sein Herz in den Händen hält, die dieses Schloss aufschließen kann, um damit er da nun in seine Gefühlsebene kommt. Ja.
als jemand auf Hab-8-Stellung, ziemlich offensichtlich. Darum gibt es auch immer wieder die Rückzüge, darum gibt es auch immer wieder die Kreisläufe. Das ist da von den Tendenzen her. Aber sein Unterbewusstsein sagt ihm, hier ist jetzt Veränderungsansage, um hier auch in Bewegung zu kommen. Und dazu gehört auch diese Entscheidung. Ja, hier ist Umbruch angesagt, hier ist Veränderung angesagt. Man hängt hier in den Überlegungen, was tue ich, was mache ich, wie entscheide ich mich, wie gehe ich weiter und was hat mir meine Vergangenheit gesagt, was möchte sie mir sagen, beziehungsweise was habe ich jetzt mit dir erlebt, um hier für mich die richtige Entscheidung jetzt treffen zu können. Ja, da ist natürlich jemand ziemlich im Umbruch. In den Tendenzen auf dem Absprung kommt jetzt gerade so. Hat eine Menge was mit Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstliebe zu tun. Sicherlich auch immer mit den Hintergründen. Ich habe hier funktioniert und plötzlich stehe ich an so einem Scheideweg und stelle fest, das geht so nicht mehr. Ich muss mich also irgendwie entscheiden und das ist natürlich dann immer schwierig, wenn man da aus so einer Klippe steht. Springe ich oder springe ich nicht? Habe ich Vertrauen oder habe ich es nicht? Ja, also darum schiebe ich dann auch immer etwas auf. Gut, damit ändert sich natürlich nichts, aber da haben wir dann auch die richtigen Engel an unserer Seite und er sowieso, die hier auch dafür sorgen, dass uns da das eine oder andere klar wird und ihm auch. Denn da war er ja, da ist die Dunkelheit, da ist das Licht, da stellen wir fest, da ist ganz viel Gefühl da. Und dieses Gefühl will ich erleben. Dieses Gefühl ist schön, das ist toll. Darum möchte ich da wieder die Begegnung. Ich möchte die Harmonie, die ich vielleicht da in dieser Reihe überhaupt nicht habe mit der Schlange. Ja, das ist etwas, wo er sich immer wieder zu dir hingezogen fühlt. So, wir haben unten drunter auch die Bombe. Ja, ob da jetzt die Bombe platzt und er da jetzt in die Kursveränderung kommt, wird sich hier sicherlich noch ergeben. Die brauchen wir jetzt hier alle nicht, die Karten, die sich da noch umgedreht haben. Die möchte ich jetzt nicht. Die sagen mir nichts. Nein. Ist nicht das, wenn sie jetzt noch mal kommen, ist es was anderes. Ja, nein, hier ist also 50-50 Chance. Er möchte das noch mal wagen, weil er festgestellt hat, da sind Gefühle. Er will auch aus diesen Energien raus. Er möchte aus diesem Umfeld raus und sei es auch nur ein soziales Umfeld, sei es Eltern, Paten, Mutter oder was auch immer. Ich will das nicht mehr. Ich möchte das andere. Ja, denn wenn ich da bin, dann habe ich mich immer verschlossen, dann bin ich nicht an mein Herz gekommen, dann habe ich Angst gehabt, ich habe viel funktioniert, um hier wirklich gesehen, anerkannt zu werden. Und das ist natürlich nicht auf Dauer wirklich das, was man leben kann. Wenn man da weiterlebt, wird man meistens krank. Ja, klar habe ich dann auch immer noch dieses, ich bin noch nicht entscheidungsfreudig, ich wackel noch hin und her, weil ich ja abwäge, was ist jetzt positiv, was muss ich vielleicht auch anders machen, wie geht es vielleicht finanziell weiter, was passiert, wenn dann und dann. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich sollte ja auch jetzt nicht gerade kopflos in irgendwas Neues reinrennen, sondern auch wissen, was ich da tue, dann ist es ja meine Verantwortung. Aber da zieht auch noch was anderes. Denn der hat mit dir hier auch gelernt, dass es auch noch etwas anderes gibt als nur funktionieren und Geld nach Hause bringen oder mir alles gefallen lassen. Nein, ich werde gesehen, ich werde geliebt, ich werde gehört, man bestätigt mich. Und das wissen wir alle, das brauchen wir auch alle. Der eine mehr, der andere weniger. Und wenn ich weiter sicherlich auch zu mir selbst komme, in meine Eigenliebe, gucke ich da auch schon nicht mehr hin. Nein, das ist so. Dann
macht man das automatisch, weil man dann ein ganz anderes Umfeld angezogen hat durch seine eigenen Energien, die das ganz automatisch tun. Da muss ich da nicht mehr hinterher hechten, ja, weil ich selber auf dem Level laufe, dass ich das auch mit anderen tue. Ja, aber wir sind da noch nicht. Der ist hier noch im Veränderungsprozess und der hat sicherlich gemerkt, wie es in den Wald hineinruft oder sogar schalte es auch wieder zurück oder was ich aussehe, ernte ich auch. Das kann ich jetzt nehmen, wie ich will. Ja, dass es diese dritte Person gibt und die jede eine ganze Zeit da hineingespielt hat, ist leider so. Aber dass ihr euch begegnet seid, ist jetzt auch kein Zufall. Denn jeder hat durch den anderen hier für sich, sich selbst anzugucken. Es sind Lernaufgaben, Wachstumschancen. Du hast ihm viel gezeigt, du bist weiter als er. Und in dem Fall kann er sich hier nur noch entscheiden, ob er da bleiben möchte oder nicht. Gut, wir gucken, was der Herr dir jetzt vielleicht auch noch sagen möchte. Was natürlich auch interessant ist, wenn man denn weiß, ob das jetzt hier auch alles richtig ist. Ja, eine dreifache Bestätigung, das ist so. Nein, das ist jetzt interessant. Wir wollen jetzt gucken, was er hier zu sagen hat mit dem Skriptbuch der Liebe. Ja, es ist klar, wenn ich da drin hänge, greife ich manchmal auch zu Süchten, weil ich das nicht mehr ertragen kann. Dann muss ich da hingreifen, weil ich hilflos bin und jetzt noch nicht die neue Sicht auf das andere habe. Und ich bin da ohnmächtig und das versuche ich zu betäuben. Das ist nicht immer so ganz schön, aber es geht hier darum, aus dieser Abhängigkeit, nicht nur von den Süchten, sondern dieser Dame, rauszukommen. Und je mehr die Zeit voranschreitet, je mehr ihr vielleicht auch keinen Kontakt habt, je mehr wird diesem Mann klar, dass er dich nicht vergessen kann, dass da ganz viel ist, was er vermisst. Ja, ich liebe dich, das habe ich erkannt. Und mit dir ist es schön, das habe ich so noch nie kennengelernt. Und ich weiß, ich vermisse das und ich vermisse dich. So. Ja, das ist das. Wir wollen ja Veränderung und Wachstum und weiterkommen. Das sagen die unteren beiden Reihen dieser Karten, die schon liegen. Was haben wir denn da? Da gab es lange Zeit das Thema, bin ich hier richtig, wenn ich in die Veränderung gehe? Bin ich auf dem Holzweg? Mache ich das richtig? Was kommt am Ende dabei raus? Ach nein, ich verändere doch nichts. Dann sind wir also irgendwie noch ständig am Hin und Her. Hier haben wir auch nochmal die Unentschlossenheit. Dieses noch wankelmütige, ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob das das Richtige ist, wenn ich das tue. Aber das ist normal, denn es ist ja ein ziemlicher Lebensschritt, eine Entscheidung, die vieles verändert. Und in dem Fall, ja, hadert man dann mit sich selbst. Das hat nichts mit dir zu tun. Das hat auch nichts mit dieser Liebe zu tun, die euch verbindet. Das hat eher etwas damit zu tun, dass ich ja in meiner Komfortzone laufe, dass ich sehr lange, das sollte man nie vergessen, konditioniert wurde oder bin und dass ich nichts anderes kenne als das. Und da einfach mal auszusteigen,
bedarf schon einer ziemlicher Überwindung und auch Anstrengung und auch Zeit, dass ich dann dieses Neue auch stabilisieren und manifestieren kann. Und auch diese Denkensweise, die materialistisch ist. Ich brauche meinen Job, das Geld, um nach außen hin zu strahlen, Erfolg zu haben, Bestätigung zu bekommen. Das Prestige ist mir wichtig. Ja, und klar haben wir vielleicht aufgrund, nein, höchstwahrscheinlich, Verletzungen, Liebeskummer, Liebe nicht bekommen haben, nicht gesehen worden zu sein und. Unser Herz verschlossen, da ist der Schlüssel, den du hast. Und darum kommen wir da auch eine ganze Zeit lang nicht dran. Bis dann da jemand um die Ecke kommt, der da wieder dran klingelt an der Tür. Ja, und da klingelst du gerade. Und deshalb möchte sich jemand entschuldigen, auf dich zukommen und hier nochmal gucken, ob da die Möglichkeit, die zweite Chance besteht. Ja, eine ganze Menge, was er dir hier zu sagen hat. Ich habe viel erkannt. Ich würde nicht sagen, dass ich etwas falsch gemacht habe, weil für mich war das zu dem Zeitpunkt, als ich das getan habe, so richtig. Ich bin gedanklich und auch einstellungsmäßig so gelaufen. Das war für mich richtig in dem Moment. Allerdings muss ich heute sagen, du hast mich in eine andere Sichtweise über das Leben gebracht. Und nach ist mir da vieles aufgegangen, was ich eigentlich in meinem Leben schon verpasst habe. Weil ich viel funktioniert habe, weil ich mich angepasst habe. Und ja, auch nach Vorstellung anderer gelaufen bin, wie auch das Leben zu funktionieren. Ich habe mir viel angenommen, auch durch andere, wo ich gedacht habe, das kann es nur sein, was die unter Leben verstehen oder was ich unter Leben verstehen muss. Nein, heute würde ich das nicht mehr so sehen. Heute habe ich eine andere Sicht auf die Dinge, auf das Leben und ich möchte endlich leben. Und wenn du an meiner Seite bist, weiß ich, dass wir das schaffen. Uns zu verwirklichen, dieses Leben zu leben, ein tolles Leben zu führen und auch in dieser Erfüllung und Bereicherung und in dieser Liebe. Ja, das gebe ich euch jetzt mal so mit. Ich bin noch nicht am Ende, nein. Ich gucke jetzt auf den Buddha, was der dir hier mehr oder weniger zu flüstern hat. Der ist auch sehr schnell, der Herr. Der hat schon... ja gut, okay. Diese Karte gilt für euch beide. Ja, das Leben heißt Risiken eingehen. Der will nochmal jemand ein Risiko eingehen und auf dich zukommen. Und das bedeutet aber auch, gerade in solchen Verbindungen, dem Herzen zu folgen und nicht dem Kopf. Und es geht jetzt um Entscheidungen, die hier getroffen werden müssen oder sollten. Und dann sollte man auch dazu stehen. Und sei dir bewusst, dass es nie eine Garantie für die richtige Entscheidung gibt. Nein, die gibt es auch für Beziehungen nicht. Ich denke, das wissen wir alle. Nur weil ich eine Unterschrift unter einen Ehevertrag gesetzt habe, heißt das noch nicht, dass es eine Garantie gibt. Das ist auch so. Gut. Das ist die Karte für ihn. Das ist aber auch eine Karte, die du dir selbst anziehen kannst. Ordnung ist das halbe Leben, hieß es früher immer, ist ein Lebensprinzip, steht hier. Und wenn ich im Einklang mit allem bin und lebe, dann bin ich auch eins mit allem. Und darum heißt es, halte in deinem Inneren.
sowie in deinem äußeren Ordnung und befreie dich von all dem, was unnötig ist, was dich belastet, was dir nicht gut tut, was dich runterzieht und dich nicht weiterbringt. Das ist immer nur ein Stopp. Das ist immer nur keine Entscheidung treffen. Das ist immer noch Status quo. Und das darf auch jeder selbst entscheiden. Gut, wir haben ja noch eine Karte, die sich umgedreht hat. Ja, gut. Der größte Fehler ist es, keine Fehler zu machen. Nein, wir machen keine Fehler. Das möchte ich jetzt revidieren. Wir tun das, was wir in dem Moment für richtig halten und erkennen dann später, habe ich das jetzt richtig gemacht oder nicht? Oder hätte ich es anders machen sollen? Heute mache ich es anders, weil ich vielleicht auch andere Ansichten, andere Meinungen habe. Und darum gilt es auch, das alles nicht ganz so ernst zu nehmen. Wir sind in der Schule des Lebens und ich sollte lernen, auch über mich mal zu lachen und nicht immer alles auf die Goldwaage zu legen. Jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort. Verschiebe nichts auf später. Erledige, was zu erledigen ist. Jo, jetzt. Das gibt dir der innere Buddha mit. So, jetzt haben wir noch die Stimme deines Geistführers mit den Karten. Herrn van Kackert. Geh mit gutem Beispiel voran. Zeige dem anderen, wo der Weg ist, wie man leben kann, was Liebe ist. Halte dich nicht zurück, lebe aber auch dein Leben. Dazu gehört, ich hatte gerade ein Gespräch, da war jemand der Meinung, bedingungslose Liebe heißt, ich akzeptiere alles, was da ist und ich nehme das jetzt so mit für mich. Nein, das ist nicht bedingungslos lieben. Bedingungslos lieben tue ich, wenn ich andere sein lassen kann, wie sie sind und mich liebe, für mich Entscheidungen treffe, die für mich gut sind. Das gehört genauso dazu. Und genau zu unterscheiden, ist das auch meins oder ist das jetzt nur der andere, der dahin will und ich füge mich da wieder ein. Das hat dann überhaupt nichts mit bedingungsloser Liebe zu tun. Nein, ich liebe mich. Und wenn der andere nicht weitergeht, weil der in seiner Komfortzone bleibt, weil der da festhalten will aus Sicherheitsgründen und, dann hat es nichts mit Liebe zu tun, nichts mit der Liebe zu dir. Die ist da außen vor. Ja, das ist seine Vorstellung, das ist seine Ansicht. Und die Liebe, die spielt da nicht hinein. Und in dem Moment kann ich hier nur für mich entscheiden, will ich da weitermachen oder nicht. Das wäre dann der richtige Weg. Ja, wichtig ist das in dem Fall hier sicherlich auch, dass du weißt, du hast die Macht mit der Liebe. Die Liebe ist in dir. Die Liebe füllt alles aus. Und du wirfst, wenn du bedingungslos bist, auf die Dinge, die passieren, einen anderen Blick. Du hast eine andere Einstellung dazu. Du läufst nicht mehr auf dem Mangel, du bist nicht mehr abhängig, du bist nicht mehr im Bedürfnis, du kannst die anderen sein lassen, wo sie sind, weil das, wie sie sind, hat nichts mit dir zu tun. Denn dann fängst du an, deine Wahrheit zu erkennen, fängst an, dich dir selber zu vergeben, bist dir klar, du bist nie allein. Nein, das bist du nicht. Wir sind alle miteinander verbunden.
Und du hast das Anrecht auf die Fülle. Und ich sollte mich immer in dieser Fülle sehen. Das ist so. Ja. Solange ich im Mangel bin, Bedürfnis, hat das nichts mit wahrer Liebe zu tun. Gut, nichtsdestotrotz, eine ganze Menge, was der hier zu sagen hat, das sind auch Aufgaben. Wir gehen jetzt in das Tarotkartendeck von Matthews. Also die Entscheidung steht hier an. Die Entscheidung, auf dich zuzugehen, neu anzufangen, unter hier generell anderen Bedingungen, diese Person hier, egal ob Mann oder Frau, ich rede immer für eine Frau, und die ist im Umbruch, die hat viel erkannt. Du hast den Schlüssel für das Herz, für ihr Herz, für sein Herz in der Hand. Du hast hier viel gezeigt durch dein eigenes Sein und das ist angekommen. Ja, ziemlich offensichtlich, würde ich jetzt mal sagen, denn die drei der Münzen ist die Karte, dass das hier auch für ihn eine Prüfung ist, ein Wachstum ist, voranzukommen, sich selbst zu erkennen, auch in der Liebe, mit anderen hier sicherlich auch daran zu arbeiten. Und eine davon bist du, die da ihn oder sie hier auch auf den Weg gebracht hat, weitergebracht hat für sich selbst. Und dazu gehört jetzt auch, und gerade zu diesem Mann passt diese Karte, 7 der Stäbe heißt, ich muss mich jetzt hier selbst behaupten, zu mir stehen, meine Wahrheit sprechen, meine Wünsche, Bedürfnisse auszusprechen, was ich leben will, meinen Standpunkt zu vertreten, mich durchsetzen zu lernen und auch mal in die Konfrontation zu gehen und nicht nur runterzuschlucken. Denn da möchte jemand in eine feste Bindung. Da möchte jemand ankommen. Da ist jemand, der sagt, ich will hier wachsen, ich möchte diese Liebe leben, sicherlich mit der Stabilität, dieser Sicherheit im festen Fundament, mit den Gefühlen, die hier ganz stark vertreten sind mit Themen der Kelche und diese auch ausleben, den anderen sein lassen, wie er ist, aber auch für mich noch wachsen zu können durch den anderen, immer weiter zu gehen in meinem Prozess, um sicherlich auch hier unabhängig zu werden, aber auch dieses Miteinander, füreinander, gemeinsam ein Wir leben zu können, weil ich den anderen sein lassen kann, wie er ist, und auch seinen Weg gehen lassen muss, weil da hat ja auch noch jeder für sich selbst mehr oder weniger etwas zu lernen auf dem Weg. Ja, und hier ist die Hauptkarte. Dass er sich aus negativen Beziehungen befreien sollte. Dass er da rausgehen muss, um hier schließlich und endlich frei zu sein, um das Leben zu leben, was er sich da jetzt wünscht und vorstellt. Und darum, ja, kann das hier durchaus eben in die Konfrontation gehen, auch in die Machtkämpfe. Aber nur dadurch wachse ich, dadurch werde ich stärker. Ich weiß, was ich will meinen Weg weitergehen. Ich gehe den Weg weiter, um hier auf einem anderen Level ziemlich offensichtlich anzukommen. Denn jetzt geht es darum, etwas Neues aufzubauen. Und auch wenn da mal Thematiken sind, Herausforderungen, die das Leben uns zeigt, ich sage jetzt mal bewusst schon uns, dann arbeiten wir daran. Und deshalb ist das Ganze hier jetzt nur noch ein Wachstum. Und wir gehen hier Schritt für Schritt weiter, gemeinsam durch das Leben und verwirklichen uns, dieses Leben, diese Beziehung. Ja, genau das wünsche ich euch. Das ist jetzt eine ganze Menge, ich weiß.
Ich drücke euch die Daumen, dass es hier in dieses Wachstum geht. Das wäre der Weg, ja. Und ihr schaut hin, hört zu, ganz bewusst und schaut, ob das das ist. Ihr habt alle Zeit der Welt. Ob das jetzt Schritt für Schritt dahin geht, was ihr euch da vorstellt. Und das braucht auch noch Zeit. Geduld, Spucke, Mitgefühl, Verständnis für dich selbst und auch für den anderen. Ja, alles Liebe, einen wunderschönen Dienstag und jo, alles Liebe. Alles Liebe und viel Glück. Bis dann. Bye bye. Ciao, ciao.